Information. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu dieser aktuellen Ausgabe von Das ganze Interview, wie immer hier aus dem Esselmuseum in Klosterneuburg. Mein heutiger Gast ist gerade in diesen Wochen und Monaten ein gefragter Gesprächs- und Interviewpartner. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Pfarrer Helmut Schüller. Grüß Gott. Herr Pfarrer, Sie erhalten nun stellvertretend für die Pfarrerinitiative den mit 10.000 Euro dotierten, in der Schweiz vergebenen Herbert Haag. Preis 2012 für die Freiheit in der Kirche, wie es heißt. Dieser Preis, nur zur Erklärung, wird jährlich vergeben in Erinnerung an den 2001 verstorbenen Bibelwissenschaftler Herbert Haag. Und im Text heißt es, Personen und Institutionen werden ausgezeichnet, die sich durch freie Meinungsäußerung und mutiges Handeln in der Christenheit exponiert haben. Freut Sie diese Ehrung? Natürlich. Ich meine, wir sind froh, dass das auch gesehen wird. Und über die Grenzen Österreichs hinaus gesehen wird, was wir uns bemühen zu tun. Und wir werden also sehr dankbar sein, das anzunehmen. Zumal es ja auch Persönlichkeiten wie Hans Küng und andere Theologen hinter dieser Stiftung stehen. Und damit sich gleich auch wieder ein theologischer Diskurs, den wir auch brauchen, sozusagen auch dort fortsetzen wird. So ein Preis bringt meistens auch eine gewisse Öffentlichkeit mit sich, eine öffentliche Beachtung. Wenn man sich die Zeitungen, Radioberichte und Fernsehberichte der letzten Wochen ansieht, hat man das Gefühl, die Pfarrerinitiative kann sich nicht beklagen, derzeit zu wenig in der Öffentlichkeit vorzukommen. Sehen Sie das ähnlich? Ja, also ich meine, es wird mit Aufmerksamkeit verfolgt. Das hat uns selbst zunächst überrascht. Aber natürlich insofern es dazu hilft, auch die Anliegen immer wieder neu darzustellen oder auch zu transportieren, ist es natürlich eine günstige Entwicklung. Wobei uns schon auch bewusst ist, dass es natürlich auch seine Kehrseite hat. Öffentlichkeit wird immer auch verdächtigt, dass wir bloß der Öffentlichkeit wegen öffentlich werden. Und, aber umgekehrt wieder gibt es doch eine Menge Möglichkeiten darzustellen, worum es einem geht. Und jedes Mal kommt man immer wieder drauf, dass Leute bis dahin oft noch nicht verstanden haben, worum es uns geht. Daher brauchen wir immer wieder neue Anläufe, es zu erklären. Wie plakativ muss man denn sein bei Radioberichten, die 50 Sekunden dauern? Und ist das überhaupt möglich bei dem Thema? Naja, man muss zumindest einmal konzentriert, präzis und kurz sein können. Dass das manchmal plakativ rüberkommt, mag schon sein und ist also auch nicht ganz vermeidbar. Uns geht es um Kürze und Präzision. Nicht nur, weil die Medien einfach nicht mehr aufnehmen als die Kurzinformation in aller Regel, sondern auch, weil der Zuhörer nicht mehr aufnimmt. Also das ist ein bisschen unser Problem als Kirche, dass wir glauben, wir werden immer nur dann oder wir können immer nur dann öffentlich sprechen, wenn wir lang sprechen dürfen und ausführlich und endlos gewissermaßen. Aber das ist ähnlich wie bei einer Predigt, dass man immer sagt, die best vorbereiteten Predigten sind immer die kurzen. Je länger eine Predigt, das weiß ich aus der eigenen Praxis, je länger eine meiner Predigten wird, desto weniger Zeit hatte ich, sie gut vorzubereiten. Stichwort Predigt. Ihr oberster irdischer Chef, wenn man so möchte, hat Sie in seiner Predigt erwähnt oder indirekt die Pfarrerinitiative. Papst Benedikt XVI. Hat am Gründonnerstag diese Initiative, Ihre Initiative erwähnt. Ist das ein positives Zeichen in Ihren Augen oder eher auch ein bedrohliches, wenn quasi der Papst als Verantwortlicher für 1,1 Milliarden Katholiken sich einer in diesem Verhältnis kleinen Initiative in Österreich widmet? Na, wir sehen es durchwegs positiv. Wir haben uns ja von uns aus schon seit 2007 bemüht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Also es ist nicht so, dass wir von ihm nicht entdeckt hätten werden wollen, sondern wir haben ja ihm, wir wollten ihn ja in Österreich sprechen, als er hier zu Besuch war. Da hat es damals seitens der Bischöfe geheißen, es sei keine Zeit dafür. Dann haben wir ihm einen Brief geschrieben. Und dann waren wir in Rom und haben noch einmal versucht, mit dem Vatikan und natürlich auch mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ist wieder nicht gelungen. Das heißt, wir können jetzt schlecht sagen, das ist uns unangenehm, wenn er uns wahrnimmt. Natürlich waren wir überrascht, dass er das in dieser prominenten, Position, in einer Predigt am Priester tut. Aber wir haben keine Angst, sondern wir haben auch Hoffnung geschöpft. Der Text ist nämlich, der sich mit uns befasst, ist ja relativ offen formuliert, man jetzt im Verhältnis. Ist kein Bannstrahl, ist keine Androhung, sind eigentlich Fragen.
Und selbstverständlich stecken im Text auch einige Vorwürfe, auch einige Unterstellungen. Aber wir würden uns gern davon inspirieren lassen, uns da einem direkten Gespräch zu stellen und ihm möglichst erklären zu können, worum es uns wirklich geht. Denn das scheint uns in seinem Text einfach nicht beachtet worden zu sein. Er sieht uns ja doch als solche, die es mit irgendeiner, verzweifelt versuchen, die Kirche irgendwie zu ändern, und die Erneuerung könne nur von Menschen ausgehen, die auch von Christus erfüllt sind. Da würden wir ihm gern berichten, dass wir das auch sind und dass die Menschen in unseren Gemeinden das auch sind. Da müssen wir, glaube ich, auch Bilder zurechtrücken, die da offensichtlich in Rom herrschen. Woher kommen diese Bilder? Diese Bilder kommen wahrscheinlich einerseits davon, dass es überhaupt keine Informationen über die Basis der Kirche gibt, sondern dass die Information, die Rom bekommt, offensichtlich sehr stark gefiltert ist, einerseits einseitig von einer radikalen, aber doch Minderheit, die halt permanent das Negative herausstellen, dann von Denunziantentum, das permanent sozusagen auch ein einseitiges Bild entwirft. Ich weiß bis heute nicht auch, wie die Bischöfe wirklich informieren. Natürlich werden sie berichten, die Frage ist aber auch, wie offenherzig und inwiefern sie selber Stellung nehmen zu den Dingen. Aber es wundert mich nicht, dass wenig Information da ist. Wir haben das schon einmal bemerkt, als wir uns ein Herz genommen haben und nach Rom gefahren sind, und tatsächlich an einer Stelle durfte man mit uns sprechen, allen anderen nicht, aber in der Glaubenskongregation durfte man sprechen, und der damalige und auch jetzige zweite Mann der Glaubenskongregation, Erzbischof Ladaria, hat uns ganz gebannt zugehört, als wir nichts anderes taten, als nur über unsere Pfarrgemeinden erzählen. Wir haben das fast eine Stunde lang getan, wir waren zu sechst und haben also Erfahrung aufgehäuft, noch und nöcher. Und ich habe gemerkt, in diesem Raum wird das offensichtlich sehr selten getan, sonst würde er nicht so interessiert zuhören. Und das hat mir damals den Verdacht bestärkt, dass wir das noch mehr tun müssten. Ich weiß noch nicht genau wie. Vielleicht ist ein solches Gespräch, so es zustande kommt, ein kleiner Anfang, da einen weiteren Informationskanal zu eröffnen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, klingt es ein bisschen so, als ob die Priester weltweit sowas wie einen Betriebsrat bräuchten, der in der Konzernspitze erklärt, wie es denn, ich will nicht sagen am Fließband, aber an der Basis aussieht. Ja, also ich habe fast den Eindruck, dass man sich vermutlich noch stärker artikulieren muss aus der ganz gewöhnlichen, nicht sehr spektakulären Gemeindearbeit. Das ist etwas, was, glaube ich, auf der vatikanischen Ebene, jetzt möchte ich gar nicht auf den Papst personalisieren, der war immerhin Erzbischof von München und wird doch auch von da Erfahrungen mitbringen. Vielleicht rührt auch die Sanftheit, die Relative des Textes aus diesen Erfahrungen von früher. Aber so in der Weltkirchenleitungsapparatur gewissermaßen, glaube ich, ist das unterrepräsentiert. Und da müssen wir uns sicher was überlegen. Wir basteln ja auch schon an einer weltweiten Vernetzung, um eben auch das klarzustellen. Es geht um dieselbe Gemeindesituation in fast allen Ländern der Welt. Auch dort, wo man es gar nicht vermutet, weil dort angeblich alles nur wunderbar glänzt und herrlich sprüht, im Gegensatz zu Europa. Wie soll denn diese Antwort aussehen an den Papst? Wird das ein langer Brief werden oder geht es nur mit einem persönlichen Gespräch? Was sind da die nächsten Schritte? Naja, wir werden ihn natürlich um ein Gespräch bitten, denn einen Brief hat er schon, einen hat er schon. Wenn er im Vorfeld mehr will, können wir gerne wieder aufgreifen, was wir schon einmal geschrieben haben und ihm berichten. Aber insgesamt wird es zunächst einmal eine Bitte sein um die Möglichkeit eines direkten Gesprächs, und dann werden wir sehen. Dieses Gespräch wollen Sie alleine führen oder als Gruppe oder nur als österreichische Gruppe? Wie ist das geplant? Nein, wir wollen dieses Gespräch auch international bestückt führen. Ich habe mittlerweile schon die Bereitschaft unserer Freunde in anderen Ländern da durchaus mitzumachen, also Irland, Slowakei, wahrscheinlich auch Deutschland, wir werden sehen, Frankreich, USA überlegen gerade. Also wir könnten da eine Gruppe zusammenstellen, die auch gleich sichtbar machen kann. Das ist nicht die Idee von ein paar Österreichern, sondern da wird artikuliert etwas, womit die Weltkirchenleitung in allen Ländern der Welt rechnen muss. Übrigens auch in denen es wunderbar zu laufen scheint, sagen wir so. Ich habe auch Freunde und in anderen asiatischen, afrikanischen Ländern, die mir schreiben, denkt nur ja nicht, dass das bei uns nicht auch alles zur Debatte stehen wird. Sobald sich unsere Gesellschaften mehr und mehr verändern, verstädtern, dann steht die Kirche auch in Afrika und Lateinamerika, sowieso jetzt schon Asien, vor denselben Themen. Und das wollen wir ein bisschen mitberichten.
Was haben Sie denn für eine Theorie, warum der Papst sich ausgerechnet jetzt äußert? Dieser Aufruf zum Ungehorsam, den gibt es jetzt seit Juni 2011, also schon knapp ein Jahr. Ist es so, dass jetzt endlich Ruhe sein soll, oder orten Sie auch eine gewisse Nervosität in der Amtskirche, dass Sie sich jetzt vernetzen, dass es immer mehr werden, scheinbar die diesen Forderungen sich anschließen? Also es dürfte doch Beunruhigung im Spiel sein, und zwar orte ich die Ursache in dem jetzt um sich greifenden, in dem, was sich jetzt in Deutschland tut. Wir haben schon seit einiger Zeit Kontakte natürlich in alle möglichen Gegenden Deutschlands. Wir wissen, dass dieses Land dem Papst was ganz besonders am Herzen liegt. Ich nehme auch an, dass die Berichtslinie aus Deutschland besonders intensiv ist, und es dürften deutsche Bischöfe, einige haben sich auch dazu geäußert, ziemlich beunruhigt sein darüber, dass nun auch Pfarrer in Deutschland sich zusammentun und ähnlich artikulieren wie wir. Und die Theorie, die einige da haben, dass es nicht zuletzt auch die deutschen Bischöfe waren, die den Papst veranlasst haben könnten, jetzt da Stellung zu nehmen, die hat, glaube ich, viel für sich, also aus meiner Einschätzung. Stimmt es, dass Sie ein Auftrittsverbot bekommen haben in einer deutschen Diözese? Ja, ich war eingeladen von einem Freund, der Pfarrer in Norddeutschland ist und der mich gebeten hat, einmal einen Vortrag zu halten über unsere Pfarrinitiative. Das wurde dann kurz vor dem Stattfinden vom Hildesheimer Bischof untersagt, bei Androhung von Konsequenzen. Ich muss sagen, ich halte das für sehr unglücklich. Der Bischof hätte ohne weiteres jemanden schicken können. Das Ganze war als Podiumsdiskussion geplant, keineswegs als Werbe- oder Wahlveranstaltung für die Pfarrinitiative Österreichs. Es wäre also leicht gewesen, sich selbst dazu zu setzen oder jemanden zu schicken. So aber hat der Bischof etwas erreicht, wofür wir ihm fast wieder dankbar sein müssten. Er hat dafür gesorgt, dass in Norddeutschland kräftig über die Pfarrinitiative berichtet wurde und damit auch wieder unsere Anliegen weitergetragen. Da geht es Ihnen ja im Umgang mit den österreichischen Bischöfen doch im Verhältnis recht gut, oder? Ja, wir haben eine seltsame Situation. Also es hat gegeben offiziell zwei Gespräche, allerdings nicht mit der Pfarrinitiative Österreichs als Gesamter, sondern mit uns vier Priestern aus der Erzdiözese Wien hat Kardinal Schönborn dezidiert als Erzbischof von Wien gesprochen. Wir haben zwei Gespräche gehabt, die aber eher uns persönlich gegolten haben, ob wir denn noch zur Kirche gehören würden und ob uns genügend mit der Kirche verbindet. Das haben wir beantwortet. Dem Kardinal war das, was wir gesagt haben, offensichtlich genug. Und es hat außer öffentlichen Stellungnahmen von Bischof Capellari und dem einen oder anderen Bischof in Österreich seither nichts anderes gegeben. Also kurioserweise haben wir jetzt den Eindruck, dass jetzt erst die Fragen vom Papst gestellt werden, die wir eigentlich von der Bischofskonferenz erwartet hätten, bis jetzt. Sie haben den Fastenhirtenbrief von Bischof Capellari angesprochen. Darin spricht er ja von Spaltung und einem Steuerrat, das Sie übernehmen wollten. Gleichzeitig hat es kurz vor Ostern, also am Kar-Samstag, Stellungnahmen gegeben vom Linzer Diözesanbischof Ludwig Schwarz. Der sagt, er kann sich Änderungen im Bereich des Zölibats vorstellen. Der Kärntner Bischof Alois Schwarz, der gesagt hat, er sieht keine Spaltung. Also wie jetzt, kennen Sie sich aus, was die Bischöfe hier genau für einen Kurs halten wollen? Ich kenne mich schon aus. Die Bischöfe sind verschiedener Meinung. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Und das wird sozusagen auf die Dauer nicht gehen, dass man den Eindruck erweckt, es würde hier gewissermaßen nur in eine Richtung gedacht werden. Ist ja auch nicht vorstellbar. Es gibt ja auch unter uns Pfarrern verschiedene Meinungen, unter den Gläubigen verschiedene Meinungen. Also wird es doch auch unter den Bischöfen verschiedene Meinungen geben. Ich denke, dass es irgendwann einmal so weit sein wird, dass Bischöfe auch aus ihrem eigenen Denken sprechen, öffnen wird. Der Spaltungsvorwurf ist immer derselbe. Also ich sehe diese Gefahr überhaupt nicht. Wenn wir spalten hätten wollen, hätten wir einfach aufgerufen, uns zu folgen und eine neue Kirche zu gründen. Nichts weniger als das wollen wir. Wir wollen in unserer Kirche etwas weiterbringen. Es ist unsere Kirche. Und interessanterweise fällt dieses Wort aber immer von denen, die uns Spaltung vorwerfen. Also wir haben, da hat man den Eindruck, diese Minderheit, diese konservativistische Minderheit, die will uns draußen haben sozusagen. Einfach geht's, haut's ab. Also ich möchte jetzt nicht zitieren, was sich in meinen E-Mails findet und in diversen Internetseiten. Und ich muss aber sagen, ich sage auch diesen Leuten, wenn ich sie am Telefon habe, sage ich, das Seltsame ist, dass sie in meinem Kirchenbild durchaus einen Platz haben, aber sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass das nicht die Hauptlinie der Kirche sein kann.
wieso wollen Sie, halten Sie mich nicht aus? Nicht? Also wir sind als Pfarrer tätig, als Dechanten, wir leben vom Zusammenführen. Also es kommen Leute zu uns und sagen, sie wollen in die Kirche zurückkehren. Es gibt welche, die kommen und sagen, jetzt wäre ich schon fast gegangen, aber jetzt bleibe ich noch, vielleicht geht was weiter. Das schaut nicht, das hört sich nicht nach Spaltung an. Und natürlich kommt es auch darauf an, in solchen Prozessen, großen Diskussionsprozessen, dass wir auch Gehör finden. Nicht? Gehorsam und Gehör hat ja durchaus etwas zu tun. Und ich glaube, dass die vergangenen Spaltungen sozusagen ja deshalb hauptsächlich geschehen sind, weil es entweder auf ganz anderen Ebenen gelaufen ist, also die ersten Spaltungen von den Kirchen des Ostens hauptsächlich eigentlich politisch bedingt waren, und die große westliche Kirchenspaltung ja auch eigentlich eine der Ursachen hatte, dass es einfach kein Gehör gab für diejenigen, die gesagt haben, es muss sich etwas ändern, damit die Kirche das bleibt, was sie eigentlich sein soll. Schließen Sie eine Spaltung dezidiert aus? Ja, also das möchten wir nicht. Wir sagen immer, es hat genug Spaltungen gegeben. Die Scherereien unter Anführungszeichen mit Spaltungen sind unglaublich. Wir arbeiten mühsamst in der Ökumene, und was immer nur getan werden kann, um so etwas zu vermeiden, sollte man vermeiden. Aber klar ist auch, dass am anderen Ende nicht sein kann, dass eine kleine Gruppe die große Mehrheit quasi erpresst und sozusagen erwartet, dass sie nach ihrem Takt gegangen wird. Aber das sagen Ihre Kritiker über Sie auch, dass Sie die kleine Gruppe sind, die quasi hier den Takt vorgeben. Ja, da sollte man sich halt dann ein bisschen Umfragen anschauen. Und wenn die Meinungsumfragen der ach so bösen weltlichen Meinungsumfrageinstitute da vielleicht nicht heranziehbar sind, dann sollen die Leute einfach einmal in die Gemeinden gehen. Sollen sich anschauen, was vom Bodensee bis zum Neusiedlersee in den Pfarrgemeinden an der Basis dort bei den Leuten, die sich für die Kirche engagieren, gedacht wird, als auch bei denen, die sich ihr Leben lang für die Kirche eingesetzt haben. Ich stelle gerne meine Korrespondenzmappe zur Verfügung. Da finden sich Zeugnisse von Menschen, und ich werde auch laufend, das ist meine kleine persönliche Meinungsumfrage, mittlerweile laufend auch angesprochen, ob ich jetzt einkaufen gehe oder U-Bahn fahre, bin ich immer sofort in irgendwelchen Kirchendiskussionen. Die Leute grüßen oft nicht einmal mehr. Sie sagen, na, wie geht's jetzt weiter? Und ich frage dann, na, was meinen Sie? Na, Sie wissen nicht, das mit der Kirche. Und dann erzählen mir, und zwar jetzt nicht nur junge Leute, sondern ganz, ganz betagte Mitchristinnen und Mitchristen, wo ich fürs Erste gar nicht denken würde, dass die auch nur ein kritisches Wort äußern würden, eine unglaubliche Unzufriedenheit mit der Entwicklung in unserer Kirche, und sagen oft ganz energisch, bleiben Sie auf jeden Fall auf Linie, schauen Sie, dass Sie das weiter artikulieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, die meinen, das sei eine Minderheit, die können sich das gerne mal anschauen. Ein bisschen schaut es jetzt danach aus, als ob es eine Pattsituation ist, aus der man nur schwer herauskommt. Kardinal Schönborn, sage ich jetzt mal stellvertretend für andere Bischöfe, sagt, der Begriff Ungehorsam kann so nicht stehen bleiben. Sie haben in vielen Interviews immer wieder gesagt, der Ungehorsam bleibt, das ist uns wichtig. Was heißt das jetzt? Nicht der Ungehorsam ist uns wichtig, sondern dass wir gehört werden, ist uns wichtig, und wir haben dafür noch keine Anzeichen. Ich habe schon einmal gesagt, Gehorsam, gehört werden. Man muss ja mal zunächst sagen, alle, die da meinen, der Ungehorsam ist das einzige Problem und dann kann die Kirchenreform losdonnern, das ist doch Illusion. Nicht? Einerseits muss man fragen, was war denn bis zum 19. Juni 2011? Waren da alle Zeichen auf Reform gestellt? Und jetzt die Fantasie aufzubringen, zu sagen, was würde geschehen, wenn wir bloß den heiß ersehnten Satz sagen würden, die Überschrift ist gekappt. Wir reden nicht mehr davon. Was würde passieren? Was würde dann geschehen? Ich frage diejenigen, die das von uns erwarten. Was glauben Sie, was passieren würde? Nein, ich möchte das gar nicht jetzt vorprägen. Ich möchte nur sagen, das kann man ja sagen, was man dann tun würde. Mhm. Nicht? Würde es dann Dialoge geben, die wieder irgendwo versanden? Würde es dann vielleicht ein paar Minuten mehr offenes Mikrofon geben bei Veranstaltungen? Würde es zu erneuten Fragesammlungen kommen, wo wir wieder alle auf Flipcharts und auf Plakaten Fragen zusammentragen? Die müssen sich ja schon in den Diözesanarchiven langsam zu beträchtlicher Höhe stapeln, was da alles schon immer wieder aufgeschrieben und immer wieder gesagt worden ist. Und natürlich hat sich die Kultur verbessert. Man hört wenigstens zu, im Gegensatz zu früheren Zeiten. Aber das ist auch nicht abendfüllend auf die Dauer, denn es geht um drängende Fragen, in denen auch die Zeit läuft.
Und auch wenn Professor Zulehner zum Beispiel gemeint hat, es könnte doch ergebnisoffene Dialoge, könnten zum Beispiel ein solches Entgegenkommen sein, muss das auch noch präzisiert werden. Das ist auch noch ein relativ offenes Wort. Dialoge, in denen das Ergebnis offen bleibt, klingt ein bisschen gefährlich. Und wenn er das meint, dass die Bischöfe auch Ergebnisse akzeptieren, die sie nicht wünschen, dann kommen wir der Sache schon näher. Und die Dialoge müssen, glaube ich, völlig neu aufgestellt werden. Die Frage schon einmal, wer veranstaltet sie? Wer moderiert sie? Wer vertritt sie in der Öffentlichkeit? Wie werden Ergebnisse, so es welche gibt, sozusagen öffentlich dargestellt? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich europäische Bischöfe ein Herz nehmen und sagen, wir erbitten uns wirklich von Rom ein Experiment in vielen Fragen. In der Kirche Europas brauchen wir andere Mittel, um als Kirche weiter zu arbeiten. Wieso nicht sagen, für die Region Europa, auf all diesen Ebenen, Priestertum der Frauen, der freigestellte Zölibat, eine ganz andere Beteiligung der Getauften an den Entscheidungen der Kirche, Ökumene etc. etc., wieder verheiratete Geschiedene, das wäre denkbar. Kardinal Schönborn hat einmal in einem Interview ganz am Anfang der Auseinandersetzung gemeint, das könnte er auch. Das wäre sogar kirchenrechtlich einmal möglich. Ob Rom es gewährt, ist eine andere Geschichte, aber es wäre einmal ein Anfang. Also es könnte schon einiges geschehen und einige Anzeichen, die uns zeigen, jetzt wird das aufgegriffen. Bloß weiter sozusagen Dialog für Österreich, noch Neuauflage oder diverse Diözesanversammlungen mit den bekannten Fragesammlungen und sonst nichts mehr, glaube ich, werden der Basis nicht genügen. Kritiker würden sagen, diese Gruppe gibt es schon, das ist die evangelische Kirche, dort sind die Forderungen erfüllt. Das heißt, dieses, sage ich salopp, Versuchsmodell, als Christen so zu leben, mit diesen erfüllten Forderungen gibt es ja schon. Auch denen rennen die Gläubigen nicht die Türen ein. Antworten Sie diesen Kritikern? Das glauben auch wir nicht, dass die Gläubigen uns da die Tür einrennen. Also da sind wir keine Naivlinge. Und ich glaube, dass wir beide, die evangelische und die katholische Kirche, einige Probleme gemeinsam haben. Das ist die Frage der Sprache des Glaubens, das ist die Frage der Großkirchensystematik. Da weiß ich von meinen evangelischen Freunden, wie viel es da erst kommt, wenn wir diese ersten Hausaufgaben sozusagen als Kirche erfüllt haben, dass dann noch eine Menge anderer Fragen warten. Also die Illusion, dass das ein paar Schrauben sind, an denen man dreht und schwuppdiwupp kommen sofort alle wieder zurück oder zu uns, der Illusion geben wir uns nicht hin. Es bleibt harte Arbeit, Kirche zu sein. Wir glauben nur, dass unsere Kirche auch sich vieles verbaut durch ein Beharren auf einigen Körpersprachfehlern, die doch schwerwiegend sind. Denn man schaut immer auch auf den, der spricht und hört nicht nur auf das, was er sagt. Und die Menschen finden sich halt nur sehr mühsam in einer Kirche, in der die Frauen die Stellung haben, die sie haben bei uns, oder in der Beteiligung an Entscheidungen immer noch ein Fremdwort ist, oder in der auch mit Lebenssituationen umgegangen wird nach Moralkodizes und nach Vorstellungen, die nun unsere Gesellschaft nicht mehr zusammenbringt. Aber machen wir es konkret. In Ihren Forderungen gibt es Punkte, wo Sie feststellen, dass das schon gemacht wird, etwa die Kommunion auch an wiederverheiratete Geschiedene auszuteilen, und es sind Forderungen drin, die Sie noch nicht oder derzeit nicht umsetzen. Sie weihen keine Frauen. Und soweit ich das weiß, leiten Sie auch keine Laien an, der Eucharistie vorzustehen. Wären das die nächsten Schritte, um es klar zu machen? Also zunächst einmal, das, was schon geschieht, wünschen wir uns doch, dass es gewissermaßen auch der allgemeine Weg der Kirche wird. Die jetzige Situation, dass einfach einige Pfarrer das tun und Gläubige darauf angewiesen sind, solche Pfarrer zu finden, und andere Pfarrer ihnen sagen, die Kirche will das nicht, obwohl die Bischöfe gleichzeitig zur Praxis schweigen, das ist ein Zustand, der der Kirche nicht gut tut. Ich glaube, wir müssen diese Fragen durchkauen und zu neuer Art und Weise kommen. Zu den zitierten Fragen Priestertum für Frauen und Vorstehung der Eucharistiefeier durch Nichtpriester, da gehen wir ganz gewiss nicht eigene Wege. Wir wollen, dass diese fundamentalen Fragen wirklich auch von der gesamten Kirche gegangen werden. Ansonsten könnte es auch zu einem unerwünschten großen Chaos kommen. Da sollten wir miteinander bedächtige Schritte setzen, keine Frage. Aber es ist natürlich so, dass gerade in der Frage der Eucharistiefeier
es doch zu einigen solchen Schritten kommen könnte, wenn die Situation nicht ernst genommen wird. Und die Situation ist die, wir haben Gemeinden, es wird oft so dargestellt, als würde es keine Gemeinden mehr geben. Es ist wohl richtig, dass der gewohnte Gottesdienstbesuch aller Österreich jahrzehntelang nicht mehr so ist, wie er war. Wir haben aber, ich möchte fast sagen, paradoxerweise Gemeinden, die von so vielen getragen werden wie noch nie. Und wir haben Gemeinden, die ihre Aufgaben erfüllen. Verkündigung, Weitergabe des Glaubens, Feier des Glaubens in der Liturgie, Dienst am Nächsten. Diese Gemeinden leben, brauchen dazu die Versammlung der Eucharistie, um auch aus spiritueller Tiefe zu leben, aus der Kommunion mit Christus. Und die Bischöfe sind nicht in der Lage, ihnen Vorsteher für diese Versammlungen der Eucharistie zur Verfügung zu stellen. Und da stellt sich immer härter die Frage, warum eigentlich nicht? Und was bedeutet das dann? Kann deswegen, weil die Bischöfe nicht in der Lage sind, Vorsteher zur Verfügung zu stellen, jetzt die Gemeinde wirklich keine Eucharistie feiern? Wie beantworten wir das diesen Gemeinden auf die Dauer? Und wie können wir verhindern, dass wir in diese Richtung kommen, dass letztlich Notschritte gesetzt werden? Und an denen könnten wir schon nah dran sein. Also wir sind ja die das von uns aus noch immer sagen, wir wollen, dass wir das als Gemeinschaft gehen, diesen Weg. Aber wir verstehen langsam immer besser, dass Gemeinden ziemlich ungeduldig werden und sagen, warum? Und dann kommt noch aus Deutschland die Nachricht, dass man nicht einmal mehr eine Sonntagsversammlung ohne Eucharistie halten soll in den Kirchen, in denen ein Pfarrer viele Gemeinden betreut. Das sind Entwicklungen, wenn die generell werden, dann wird's noch unangenehmer. Aber diese vollen Kirchen, die Sie beschreiben, hat man ja nicht jeden Sonntag in allen Kirchen in Österreich. Also es gibt doch das Phänomen, dass die Kirchenbesuchszahlen, oder ist es nur ein städtisches Phänomen, aber in Wien haben sie sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Das heißt, es gibt hier offenbar weniger Nachfrage. Brauche ich dann wirklich die gleiche Anzahl von Priestern oder ist hier nicht diese Synergieschritte, die jetzt gesetzt werden, auch von Seiten der Erzdiözese, Pfarren zusammenzulegen, Pfarrverbände zu machen oder Pfarren aufzulösen, eine große zu machen, der richtige Schritt, um diese Qualität, um die es Ihnen auch geht, zu erhalten? Ich glaube, dass das eine falsche Reaktion ist. Der Rückzug aus der Gemeinde an der Basis ist, glaube ich, das verkehrte Signal. Und das kann man auch nicht so sehen, dass man einfach die Menschen, die zur Kommunion, also die zur Eucharistie kommen, wie Kunden behandelt. Das sind die Modelle von Dienstleistungsorganisationen. Der Post oder Ähnliches hat es auch Diskussionen gegeben und auch es ist noch nicht ganz durch, ob die Zusammenlegungen der Gemeinden in den Bundesländern auch politisch so viel gebracht haben, als man sich erhofft hat. Aber in der Kirche geht es ganz sicher nicht darum, sondern hier geht es um die Präsenz an der Basis. Und das ist jetzt nicht nur ein allgemeines Wort, sondern das ist der Alltag der Menschen. Das ist, und deshalb brauchen wir wahrscheinlich sogar mehr Gemeinden und nicht weniger, die kleiner sein werden natürlich, die vielleicht auch nicht mehr alle großen Kirchen brauchen werden, aber die da sein müssen können und arbeiten und bei den Menschen bleiben. Ich glaube, der Trugschluss ist, und ein gefährlicher Trugschluss ist, dass das alles rationalisierbar ist, denn das sind ja die Muster, aus denen das kommt, letztlich. Also die, ich sage es jetzt als WU-Seelsorger, die bessere Bewirtschaftung, der Personalressource, wie das dann heißt, Priester, nicht? Das ist, meine ich, ein verhängnisvolles Muster, denn es wird sich in diesen immer größeren Räumen, werden sich vor allem die verlieren, die wir jetzt noch in losem Kontakt haben. Das heißt, die Erreichbarkeit, die Angehbarkeit einer Gemeinde, und das sage ich jetzt nicht nur der Pfarrer, sondern auch des Pfarrgemeinderates, des Gemeindekerns meinetwegen, wenn es keine kirchenrechtliche Pfarre sein muss, das wird das Entscheidende sein. Und ich glaube, dass die Kirche da sogar paradox reagieren muss. Dass sie sagt, eigentlich brauchen wir mehr Nähe. Man lernt das ja, in Lateinamerika zittert man vor den Freikirchen. Nun haben die Freikirchen nebst vielen anderen Eigenschaften auch eine, von denen man lernen könnte, sie sind in den Wohnvierteln präsent, in den großen Städten. Während die römisch-katholische Kirche noch stolz darauf ist, dass die Pfarrgebiete von Priestern in Lateinamerika Diözesangröße haben. Und sagen, es geht dort doch auch. Ja, was geht? Eine letzte Notversorgung. Und das alles treibt uns um. Ja. Aber braucht es nicht bei dieser Fragestellung auch die Überlegung, dass es nicht nur die Quantität an Priestern braucht, sondern auch eine Qualität? Denn dass Gläubige am Sonntag nicht mehr in die Kirche gehen, liegt ja
auch, sage ich mal, teilweise an Ihren Kollegen im Amt, die halt ein Amtsverständnis haben, wo vielleicht manche nicht mehr mit können. Diese Forderung lese ich bei Ihnen noch nicht heraus. Oh ja, ganz sicher, aber nur tut der Mangel, so wie er jetzt verwaltet wird, auch dem Beruf nicht gut, nicht? Denn in Wahrheit bemüht man sich, jeden, auch den, der zu diesem Dienst nicht geeignet ist, mit aller Gewalt im Dienst zu halten. Und das kommt, da kommt es dann zu Leistungen, die wirklich Zumutungen sind. Das hängt aber auch stark damit zusammen, dass man einfach um jeden einzelnen Priester jetzt zahlenmäßig bangt und dass man Angst davor hat, dass der qualifizierte Laien unter Umständen es besser machen könnten. Das ist ja die Situation. Das heißt, ich glaube schon, dass mit einer gleichzeitigen Öffnung des Zugangs zum Priesteramt, eines unserer zentralen Anliegen, ja da auch eine Qualitätserweiterung erfolgen würde. Es gibt sehr viele Getaufte, also Laien gemeinhin gemeint, die eine wunderbare Begabung haben, Gemeinden zu leiten, Gottesdienste zu leiten. Also ich habe in meiner Gemeinde sicher zwei Dutzend Leute, meinen vier Dörfern, die das jederzeit könnten. Und wenn sie es in meiner Abwesenheit tun, weil ich nicht da bin, was sehr selten der Fall ist, aber doch, dann ist das Echo sehr gut. Dann sagen die Leute, das war gut. Und dann spüre ich auch eine gewisse Genugtuung, zu sagen, aha, die gibt es also wirklich. Und daher glaube ich, dass Qualität jetzt nicht nur dadurch gesteigert wird, dass ich sage, aha, dann nehme ich jetzt Großpfarren, dort setze ich qualifizierte Priester hin und die machen es dann sehr gut. Da würde ich gar nicht zweifeln, dass es viele machen würden. Nur das, glaube ich, ist nicht der einzige Weg, zur Qualitätssicherung zu kommen. Die Qualitätssicherung geschieht meines Erachtens am Ort. Und zwar durch eine Öffnung und durch eine Nutzung der Charismen, die es, der Geiste, der Gaben, der Begabungen, die es in der ganz gewöhnlichen Gemeinde auch gibt. Ich nehme an, wenn Sie sich vertreten lassen durch Mitglieder Ihrer Pfarrgemeinde, sind das Wortgottesdienste, die sind Wortgottesdienste, die geleitet werden. Wir feiern die Kommunion trotzdem, also die Kommunion wird gespendet. Die Leute predigen, halten also die Auslegung des Evangeliums und ab und zu, immer wieder erfahre ich dann nachher, Sie sagen mir es auch, wie Sie, was Sie gesagt haben. Und ich muss sagen, ich habe manche Predigten schon in meine Mappe gelegt mit dem Gedanken, das könnte ich eigentlich auch sagen. Es ist eigentlich großartig, diese Menschen schöpfen aus ihrem Familienleben, aus ihrem Berufsleben, aus einer tiefen Spiritualität. Oft wissen sie gar nicht, dass es das Wort gibt, Spiritualität, aber sie haben sie. Das möchte ich auch denen sagen, die ständig uns vorwerfen, es wäre nichts von Spiritualität da. Vielleicht haben wir den Nachteil, dass wir oft zu wenig darüber reden. Also da ist sehr viel spürbar. Und wenn ich mir denke, dass viele von denen durch eine Weiterbildung, durch eine Kompetenzerweiterung auch noch zulegen könnten, dann könnten wir erstens einmal um diejenigen, die das Priesteramt in Verbindung mit Familie und Ehe leben wollen, die uns jetzt verloren gehen, das ist auch ein großes Reservoir, aber auch die nicht an das Priesteramt denken, aber Gemeinde leiten könnten, als Frauen, als Männer, da hätten wir einen enormen Zuwachs an wirklicher Qualität. Wenn Sie sich Ihre Forderungen anschauen, für wie radikal halten Sie sich und die Pfarrerinitiative eigentlich? Eigentlich für gar nicht radikal. Ich bin immer erstaunt, wie das manche so nennen können, denn in Wahrheit bewegen wir uns auf dem Boden, würde ich sagen, der kirchlichen Tradition. Wohl ist der Unterschied vielleicht der, dass wir nicht Stopp machen bei dem Kirchenbild des 19. Jahrhunderts. Das ist momentan offensichtlich die Linie, die Kirche des späten 19. Jahrhunderts rund um das erste Vatikanum festzuzurren und zur zeitlos gültigen Kirchengestalt zu machen. Radikal vielleicht im Sinne des Zurückgehens und des Zurückfragens an die Radix, an die Wurzel. Und das mag manchen schon radikal klingen, wenn man an die Wurzel, an die Ursprünge geht. Aber ich finde das gar nicht radikal, weil das alles in der Bibel enthalten ist, in den Berichten über die junge Kirche. Und nichts von dem, was wir sagen, ist dort nicht enthalten. Und daher würde ich sagen, Radikalität sehe ich, was ich unter Radikalität verstehe, keineswegs. Wo wären für Sie die Grenzen einer notwendigen Kirchenreform? Was sind für Sie Dinge, wo man sagt, okay, da wollen wir nicht hingreifen, das muss so bleiben, wie es ist? Also ich glaube, wir fangen an beim Evangelium, das bleibt unsere Botschaft. Wenn da jemand sagen würde, das braucht man nicht mehr, das lassen wir, lesen wir lieber Geschichten vor oder sonst was, das wäre zum Beispiel so ein allerletzter harter minimaler Kern. Ich glaube, dass die Gemeinde als Urzelle von Kirche,
als Ur- und Basiszelle von Kirche unveräußerlich bleibt. Ich glaube, dass wir sozusagen auch in der Feier des Glaubens die Eucharistiefeier in unserem Zentrum halten müssen. Sie ist das Urbild von Gemeinde und gleichzeitig immer auch die Schulung von Gemeinde in dem, worum es eigentlich geht. Ich glaube auch, dass der Dienst an der Gesellschaft der Kirche unveräußerlich ist und dass es sozusagen diese Verpflichtung gibt, eben in Liebe zu leben, was man im Glauben sagt. Das sind für uns so quasi die ganz grundsätzlichen Güter christlichen Kircheseins, christlichen Gemeindeseins, die wir, glaube ich, auch mit den anderen christlichen Kirchen gemeinsam haben. Und was wir darüber hinaus an Strukturen, an Ämterentwicklungen haben, das müssen die Kirchenhistoriker natürlich viel profunder beisteuern, hat sich laufend gewandelt und immer auch reagiert auf die Situation der Zeit. Es gibt ja mittlerweile das Wissen, dass auch schon die ersten Gemeinden sich sehr danach gerichtet haben, wie können wir hier am sinnvollsten Kirche und Gemeinde sein und durchaus schon ganz am Anfang verschiedene Wege gegangen sind, ohne dass die Kirche deswegen zerbrochen wäre. Ja, vielleicht auch noch, die Globalität ist ein hohes Gut. Ich glaube, dass die Kirche, das ist ein hohes Gut, eine weltumspannende Kirche sein zu wollen. Das heißt, auch wirklich diese Verbundenheit mit den Christen und Christinnen in den anderen Kontinenten, damit wir auch den globalen Problemen der Welt sozusagen solidarisch gegenüberstehen und auch schöpferisch. Ich weiß das aus meiner Zeit in der Caritas, aus diesem Netzwerk der Caritas Internationalis, wo das ganz bewusst geworden ist, wie stark doch diese Chance ist, hier wirklich tätig zu werden, weil wir voneinander wissen, und weil wir füreinander einstehen. Muss sich auch die Kirche in Österreich reformieren? Also die Amtskirche, braucht es etwa das Konkordat noch aus Ihrer Sicht? Natürlich verändert sich auch das Verhältnis der Kirche zur Gesellschaft, zum Staat permanent. Die Kirchen müssen wahrscheinlich sich darauf einstellen, dass es zu immer neuen Diskussionen darüber kommt und vielleicht schon, wie wir sagen, präventiv und vorauseilend sich überlegen, was ist denn wirklich der Kern dessen, was wir in einem Staat, in einer Gesellschaft brauchen? Welche Unterstützungen, welche Förderungen brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Ich vertrete schon die Richtung zu sagen, Kirche kann in einem Staat eine wichtige Rolle spielen. Sie wird und diese Dienste sollen auch geleistet werden. Dazu braucht es Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat. Aber, und jetzt kommt ein heikler Punkt, natürlich muss sich die Kirche bewusst sein, dass sie in einer demokratischen Gesellschaft sich auch so gestalten muss, dass die Gesellschaft keine Probleme damit kriegt, was in dieser Kirche vorgeht. Zum Beispiel das Thema der Bischofsernennungen anzusprechen. Hier sind wir in einer demokratischen Gesellschaft, in der es selbstverständlich und Bürgerrecht ist, die einen selbst betreffenden Angelegenheit auch mitzuentscheiden und damit auch eine gewisse Transparenz in die Entscheidungen zu bringen. Und hier sind sehr berechtigte Erwartungen der Gesellschaft an die Kirche, sich nicht auf ein Konkordat zu stützen, sondern allein zu stützen, sondern den Schritt vorauszugehen und zu sagen, wir bieten an transparente Existenz in unserer Gesellschaft. Und wenn das Konkordat, es sollte so sein, dass das Konkordat vielleicht dann als Vertrag gar nicht unter Umständen nicht nötig ist, wenn es von der gesellschaftlichen Mehrheit nicht mehr gewünscht wird und die Kirche trotzdem gut in der Gesellschaft steht. Also wenn ich Sie richtig verstehe, in der jetzigen Situation hat das Konkordat seinen Platz, aber Sie halten es nicht für notwendig, dass das immer so sein muss. Es wird auch nicht immer so sein. Es sind auch zeitbedingte Strukturen, eine Form der Vereinbarung, die sich eingespielt hat, aber wo damit zu rechnen ist, dass gesellschaftliche Kräfte das diskutieren wollen und dann wird sehr darauf ankommen, es nicht bloß sozusagen verärgert zu verteidigen, sondern auch in einer Vorwärtsstrategie zu sagen, okay, was ist euer Problem mit uns? Und wenn wir Probleme selber steuern können, sollten wir sie angehen. Und das könnte eines werden, zu sagen, wie läuft es in der Transparenz innerhalb der Kirche, die ja ein Teil dieser Gesellschaft sein will und daher auch den Grundsätzen der Verfassung unterliegt.
Das ist ein Thema, auf das wir uns vorbereiten müssen, ganz sicher. Kirchenkritische Gruppen hängen es meistens am Geld auch auf und sagen, dass der Staat durch das Konkordat gezwungen wird, unter Anführungszeichen Religionslehrerinnen und Lehrer zu finanzieren, die theologische Ausbildung an den Universitäten etc., das gehört abgeschafft. Da würde ich denen aber empfehlen, sich genauer anzuschauen, ob sie nicht manchmal Bilder von Religionsunterricht und Theologie haben, die sie das fordern lässt, dann wäre es verständlich und logisch. Aber das merke ich immer wieder in diesen Diskussionen mit diesen Kirchenkritikern, also mit diesen Kritikern dieser Vereinbarungsstruktur, Konkordat, dass sie oft nicht wissen, wie viel da geleistet wird und dass die Kirche das dafür nicht geschenkt bekommt, sondern dass die Religionslehrer und Lehrerinnen tagtäglich einen harten und wichtigen Job tun und wir ihnen dankbar sein können, dass sie das tun und dass die theologischen Fakultäten des Staates gewissermaßen wichtige Denkarbeit auch für die Gesellschaft leisten, denn eine ganze Reihe von Themen haben mit Kirche relativ wenig zu tun, sondern sind, also da müssen auch die Kritiker ihre Vorstellungen überprüfen. In den nächsten Monaten stehen einige Nachbesetzungen an bei den österreichischen Bischöfen. Der Erzbischof von Salzburg wird im Mai 75 Jahre alt. Der Grazer Diözesanbischof Capellari, seine Amtszeit wurde bis 2013 verlängert. In Vorarlberg wartet man seit einem halben Jahr auf einen offiziellen Bischofsnachfolger. Welche Erwartungen haben Sie denn an diese Nachbesetzungen? Also es gibt Erwartungen und Befürchtungen, sagen wir so. Erwartung ist natürlich nach wie vor, dass es doch einen Weg geben wird, sich ein Bild von der Situation der Kirche in Österreich zu machen und der jeweiligen Diözesen. Und genau hinzuschauen, welcher Bischof würde jenes Vertrauen genießen, das er braucht, um mit seiner Diözese durch die Zeit zu kommen und durch die Zeit zu gehen. Das ist die große Erwartung, dass die in den Gemeinden arbeiten, das Gefühl haben, hier wurde auf uns gehört und hier ist eine Entscheidung gefallen, wo wir uns wiederfinden und wo wir sagen, aha, die spiegelt unsere Sorgen, unsere Hoffnungen wieder. Beteiligung in geeigneter Form, das heißt, dass man kann da sicher noch viel offensiver sein, es müssen nicht nur Wunschlisten bleiben, man kann sollte vielleicht auch verbindlicher werden und nachvollziehbar machen, wie kommt es zu dieser Entscheidung. Die Befürchtung ist halt nicht ganz ausrottbar in uns, dass es trotzdem anders laufen könnte, nämlich dass dann doch vielleicht Ernennungen erfolgen, die zunächst einmal allen Beteiligten Probleme machen, unnötigerweise, weil sowohl der Bischof wird, als auch die, die ihn als Bischof bekommen, dann einmal die erste Zeit damit verbringen müssen, eine Menge Missverständnisse zu klären und zu warten, wird es dann jetzt doch etwas? Das kostet viel Energie und Zeit, die uns abgeht in der heutigen Zeit. Es gibt sogar Befürchtungen, von denen ich sogar hoffe, dass sie nicht realistisch sind, dass man vielleicht geneigt sein könnte, wieder einmal so wie in den 80er Jahren die österreichischen Katholiken quasi zu bestrafen für ihre zu geringe Gläubigkeit mit Persönlichkeiten, die sie den rechten Glauben sehr wohl gewissermaßen lehren werden und sie Mores lehren sozusagen. Das ist, glaube ich, nicht ganz aus der Welt. Ich hoffe aber doch, dass dieser Versuchung widerstanden wird, weil sie schon einmal daneben gegangen ist und eigentlich kein realistischer Zukunftsweg. In der Pfarre Stützenhofen hat Kardinal Christoph Schönborn eine beachtete, manche sagen beachtliche Entscheidung getroffen, nämlich er hat zugelassen, dass ein bekennend homosexuell lebender Pfarrgemeinderat sein Amt auch annehmen darf und es ausüben darf. Ziehen Sie hier auch den Hut vor dem Kardinal, dass er diese Entscheidung getroffen hat? Ich habe es ihm sogar persönlich gesagt, dass wir auch namens der Pfarrinitiative, auch wenn das vielleicht nicht immer nützt, wenn wir ihn loben, aber ich habe es ihm gesagt, dass wir vor diesem Schritt große Achtung haben und dass damit zunächst einmal viel Terrain gewonnen wurde, viel Vertrauensterrain. Und jetzt hoffe ich sehr, dass dieses Terrain nicht wieder verloren wird. Und ich glaube, es zeigt sich an diesem Beispiel, dass die negativen Früchte eines Hinausschiebens von wichtigen Fragen, letztlich auch der Frage einer neuen Sexualmoral, die wohl darin bestehen muss im Kern, dass wir würdigen, welche Haltungen hinter Beziehungen stehen, wie viel Verantwortung Menschen füreinander übernehmen und sie nicht messen an Kriterien, die wir aus anderen gesellschaftlichen Situationen, auch aus anderen Einsichten und Wissensständen formuliert haben. Das steht letztlich dahinter, der Umgang mit dieser, hätten wir da schon Schritte gesetzt, die schon lange von Bernhard Häring und vielen
prominenten Moraltheologen eingeforderten Schritte gesetzt, würden wir uns in solchen Situationen leichter tun. Und ich glaube auch, dass das jetzt natürlich so blitzschnell nicht nachholbar ist. Aber ich hoffe sehr, dass dieser Terraingewinn, der natürlich viele ängstigt, die da jetzt glauben, alle Ordnungen stürzen ein, dass dieser Terraingewinn jetzt nicht verloren geht. Ihr Vorstandskollege in der Pfarrerinitiative, Peter Paul Kasper, hat in einem offenen Brief dem Kardinal quasi zu seinem Ungehorsam gratuliert. Das heißt, steckt auch in den österreichischen Bischöfen das Potenzial zum Ungehorsam? Ja, hoffentlich. Was soll das Wort? Wird in unendlich dramatisiert. Ich möchte an etwas erinnern. Das Zweite Vatikanische Konzil verdankt sich einem Ungehorsam. Und zwar dem der deutschen Bischöfe, vor allem deutschen Bischöfe, auch Kardinal König steckte da mit unter der Decke. Einfach die Vorlagen des Vatikan zu diesem wichtigen Konzil abzulehnen und zu sagen, notfalls fahren wir heim, wie der Wiener sagt, gehen wir nach Haus, wenn das alles war. Und erst diese Drohung und erst dieser angedrohte Nichtgefolgschaft, Ungehorsam, hat eigentlich die Dinge in Gang gebracht. Der jetzige Papst müsste dafür ein guter Zeitzeuge sein, denn er war ja schließlich einer von denen, die gewissermaßen diese scharfe Auseinandersetzung gesucht haben, zusammen mit Karl Rahner, Hans König und so weiter. Das heißt, man soll das Wort ein bisschen entzaubern, es geschieht ja laufend. Nicht? Also Ungehorsam ist jetzt vielleicht ein erschreckendes Wort, aber wenn wir nicht Kadavergehorsam darunter verstehen und unter Gehorsam, dann haben wir ja mit dem Gewissen schon eine gesunde Relativierung des Gehorsams. Er wird eingeordnet, er wird eingebettet in das Gegenüber zu Gott, in die Reflexion des eigenen Gewissens, in den Austausch mit den anderen. Und das hat einer Institution noch nie geschadet, wenn sie diesen Gehorsam kultiviert hat. Und deshalb hoffe ich auch, dass die Bischöfe sich nicht davor schrecken, ungehorsam zu sein. Sie können es meinetwegen auch anders nennen. Es ist vielleicht nicht nötig, dass sie dieselben Pfeile auf sich ziehen, wie wir es getan haben. Aber im Endeffekt geht es um etwas Ähnliches, natürlich. Wir sitzen hier im Esel-Museum in einer aktuellen Ausstellung mit dem Titel Silence. Jeweils zwei Besucher haben die Möglichkeit, eine Stunde lang in diesem Raum zu verbringen, wo genau zwei Kunstwerke hängen. Haben Sie persönlich neben Ihren vielen Aufgaben in der Pfarrerinitiative, als Pfarrer, als Hochschulseelsorger, Zeit auch mal ins Museum zu gehen oder Zeit, sich Ruhe zu nehmen? Ich war auch schon hier im Esel-Museum. Jetzt komme ich drauf, schon zu lange nicht mehr, das ist richtig. Nein, ich habe meine Zeiten der Stille, ich gehe in Konzerte, ich gönne mir also vor allem aber auch die Zeit der Einkehr, des Gebetes und beziehe daraus eigentlich sehr viel und beziehe daraus vor allem auch eine Perspektive, die von etwas weiter herkommt und auch Gelassenheit vermittelt und Ruhe und vielleicht sogar manchmal den Humor befördert, der dann auch nötig ist, das Ganze auch irgendwie zu leben. Also ich glaube, dass das ein wichtiges Element ist. Und soweit ich es persönlich, und ich kenne meine Freunde von der Pfarrinitiative, vom Vorstand und viele Mitglieder auch, ist es bei denen genauso. Herr Pfarrer Schüller, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Ja, Ihnen zu Hause danke ich fürs Zusehen und Ihr Interesse. Aktuelle Informationen aus der Welt der Religionen finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite religion.orf.at. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.